Anonymous. Die Maske mit dem unheimlichen Lächeln. Eine Maske als Zeichen von Internet-Hackern. Als Symbol des Widerstands gegen autoritäre Regime, multinationale Konzerne und andere Mächtige. Ihre Geschichte allerdings ist viel älter als das Internet. Was genau steckt hinter der schwarz-weißen Protestmaske? Jeder kennt diese Maske. Sie taucht im Fernsehen auf der Straße und bei Demonstrationen. Überall auf der Welt taucht dieses Symbol auf, das das Gesicht seines Trägers verdeckt. Die wenigsten allerdings wissen, woher sie stammt. Ein Blick zurück. 2006 kommt der Film V wie Vendetta in die Kinos. Eine große Hollywood-Produktion mit Starschauspielerin Natalie Portman. Der Held des Films, V, kämpft gegen ein faschistisches Regime. Er trägt dabei die Maske eines gewissen Guy Fawkes. Guy Fawkes ist eine reale Figur der britischen Geschichte. Ein Revolutionär aus der unterdrückten katholischen Minderheit, der 1605 auf bestem Weg ist, das englische Parlament und den König in die Luft zu sprengen. In letzter Minute wird er denunziert, festgenommen, gefoltert und zum Tode verurteilt. Remember, remember, the 5th of November begun. Der 5. November wird offiziell zum Guy Fawkes Day erklärt, auch Bonfire Night genannt. Abends finden Fackelzüge statt. Guy Fawkes wird als Figur durch die Straßen getragen und mit einem reinigenden Feuer verbrannt. Guy Fawkes. Das Symbol des Verräters und Schurken. Im Laufe der Zeit wurde diese historische Figur in der Literatur, in Kinderbüchern und Romanen so verändert, dass sie sympathisch wurde. Das Interessante an Guy Fawkes ist, dass er als Maske dargestellt wurde. Und schließlich wurde die Maske etwa in V wie Vendetta verwendet. Sie wurde verkauft und war somit für jeden zu haben. Als ich die Maske entworfen habe, habe ich sie mit einem Lächeln versehen. Es war das Lächeln von jemandem, der sich nicht unterkriegen lässt. Es war das Lächeln von jemandem, der kommt, um dich zu töten. Die bekannte Guy Fawkes-Maske geht auf ihn zurück. David Lloyd, britischer Künstler und Comiczeichner. Er entwirft die Maske mit den symbolhaften Gesichtszügen in den 80er Jahren für die Comicserie V wie Vendetta, die Vorlage zum gleichnamigen Hollywood-Film. Dieses Lächeln, es ist beunruhigend. Ein teuflisches Lächeln mit dieser Idee von Stärke. Ich lächle, ich bin unerreichbar. Ich spiele mit euch. Am Ende von V wie Vendetta eignet sich das Volk die Maske von V an und zieht los, um die faschistische Macht herauszufordern. Diese gibt auf und legt kampflos die Waffen nieder. Als der Film in die Kinos kommt, brodelt es auch in den USA. Das Platzen der Dotcom-Blase und der Beginn der Kriege im Irak und in Afghanistan führen zu Unsicherheit. Vor allem die Jugend sucht Ausflucht in der neuen Sphäre Internet. In der Hochphase der absurden Jackass-Videos, der Wazaar-Werbespots und der provokanten Hits der Bloodhound-Gang entsteht im Internet eine neue Kultur, die des Pranks. Schwarzer Humor, der ablenken und Spaß machen soll. Eine Kultur, aus der bald eine Online-Bewegung erwächst. Anonymous. 4chan ist eines der Online-Foren, in dem sich die Pranks verbreiten. Dort werden die ersten Memes bekannt. Virale Bildmontagen, wie zum Beispiel die LOLcats oder Rick Astley's Lied Never Gonna Give You Up. Die meisten auf 4chan waren einfach gelangweilt. Sie hatten nichts anderes zu tun. Und es gab echt eine Menge Trolle, die sich im Internet amüsierten.
Greg Hausch ist 4chan-Nutzer der ersten Stunde. Er ist dabei, als Anonymous entsteht. Viele der Memes von 4chan verselbstständigten sich. Plötzlich erschienen sie auf anderen Websites und zogen eine Menge neuer Nutzer dorthin. 4chan! Auf 4chan herrscht komplette Meinungsfreiheit. Voller Überzeugung, dass nichts wichtiger ist als Unterhaltung. Figuren wie Trollface oder Pepe the Frog sind mit ihrem Grinsen Teil dieses Spots. Oft schlägt es in Trolling um. Online-Mobbing wird zum Massenphänomen und es macht vielen Angst. They attack innocent people like an internet hate machine. Eine beliebte Praxis auf 4chan ist es, im Rudel Cyberangriffe, sogenannte Raids, gegen einzelne Personen oder Unternehmen durchzuführen. Zu dieser Zeit taucht der Name Anonymous erstmals auf. Die Idee war, dass alle als Benutzername Anonymous hatten, in grüner Schrift. Es gab dazu den Witz, dass ein und derselbe Typ dahinter stecken muss, der mit sich selbst spricht. Das war eine Zeit lang ein Running Gag. Und aus diesem Running Gag entstanden Fanartbilder von diesem Typen. Weil sein Name ja grün war, haben sie ihm ein grünes Gesicht gegeben. Oder das, was wir einen Sentai-Anzug nennen. Also einfach einen Anzug ohne Gesicht. They call themselves Anonymous. They are hackers on steroids. Die neue gesichtslose Gruppe beginnt durch Raids die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen. Zunächst eher harmlos, zum Beispiel als Hunderte von Anonymous in einem Online-Spiel anderen den Weg versperren. Schnell wird es aber ernster. In einem der nächsten Raids greift Anonymous einen amerikanischen, rechtsextremen Radiokommentator an. Ein paar Monate lang hatten wir Dinge gemacht, wie das Habbo Hotel oder Hal Turner geplündert. Dadurch hatten wir das Gefühl, dass Anonymous nicht nur ein paar Einzelne waren, die Spaß hatten, sondern eine Gruppe, die gemeinsam agierte. Wir fragten uns, was könnten wir mit dieser Macht als nächstes tun? Kurz darauf kommt es zu dem Raid, der Anonymous über das Internet hinaus bekannt macht und bei dem zum ersten Mal die berühmte Maske ins Spiel kommt. Zu diesem Zeitpunkt kreuzen sich die Wege von Anonymous und Scientology, der Organisation, die sich selbst Kirche nennt, die aber beschuldigt wird, eine Sekte zu sein, die ihre Mitglieder isoliert und Geld von ihnen erpresst. Es handelte sich um eine Organisation mit enormer Macht, die alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzte, oft auch das Recht auf geistiges Eigentum, um Kritiker und Andersdenkende auszuschalten. Als Scientology versucht, ein peinliches Video von Tom Cruise, selbst Scientologe, aus dem Netz zu entfernen, reagiert Anonymous. I do what I can. And I do it the way I do everything. Für die Nutzer von 4chan ist dies ein Zensurversuch. Denn Fotos und Videos frei teilen zu können, ist für sie existenziell. Sie reagieren auf allen Kanälen. Sie starten tagelange Online-Angriffe auf die Scientology-Website, bestellen hunderte von Pizzen auf Kosten von Scientology und verschicken tausende Faxe. Es beginnt die Operation Chanology. Anonymous hat Scientology ins Visier genommen, weil diese Organisation für all das steht, an das sie nicht glauben. Scientology ist eine äußerst verschwiegene Gemeinschaft. Anonymous hingegen kann jeder beitreten. Jeder kann Anonymous sein. Sie legen Wert auf freien Fluss von Informationen. Wir haben dann einen Kanal gegründet aus etwa 20, 25 Leuten. Dann haben wir die Videobotschaft an Scientology aufgenommen. Schon am nächsten Morgen versuchten 10.000 Leute darauf zuzugreifen. Das Video lief auf CNN und wir hatten keine Ahnung, was los war. Anonymous entwickelt für die Operation ein erstes Logo. Ein Mann ohne Kopf. Es steht für die Anonymität der Akteure. Und sie schaffen eine Stimme, die sie auf einen Schlag berühmt machen wird. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Es machte den Eindruck einer mächtigen, gut organisierten, aber geheimen Organisation, die eine Institution wie Scientology zu Fall bringen kann. Barrett Brown ist unabhängiger Journalist. Er steht zu dieser Zeit Anonymous sehr nahe, gilt lange Zeit als ihr Sprecher.
Sie stellten sich selbst als eine Armee dar, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. Aber indem sie das in die Welt gesetzt und alle inspiriert haben, ist diese Armee irgendwie dann doch entstanden. Um der Überwachung durch Scientology-Anwälte zu entgehen, müssen die Annans ihre Gesichter verstecken. Dafür benötigen sie eine Maske. Es stehen 5 Masken zur Auswahl. Die grüne Maske, die Maske der Unsterblichen aus dem Film 300, die venezianische Volto, die von Batman und schließlich die Maske von Guy Fawkes. Die Maske musste verfügbar sein. Wir verbrachten einen ganzen Tag damit, Comicläden und Kostümgeschäfte im Nahen Osten, in Europa, in Deutschland, Frankreich und London anzurufen. Und in vielen dieser Läden standen Kartons mit Guy Fawkes-Masken im Hinterzimmer, die niemand mehr kaufen wollte. Es stellte sich heraus, es war die einzige Maske, die wir verwenden konnten. Die Operation Chenology kann beginnen. In kürzester Zeit erobert Anonymous mit der neuen Maske die Welt. In Australien protestieren im Februar 2008 vor Scientology-Gebäuden mehr als 1000 Anonymous. 600 in London und 1000 in Los Angeles. Auch in Tel Aviv, Berlin und Tokio finden Demonstrationen statt. Weltweit ist die Rede von 7.000 bis 10.000 Protestierenden. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass sie benutzt wurde. Und ich dachte, wow, das ist großartig. Unbekannte, die die gleiche Internetkultur, die gleichen Einstellungen und den gleichen Humor teilen. Vereint hinter der Anonymous-Maske. So ab jetzt ihr Name. 4chan started out as 4chan war anfangs als eine Art dadaistische, absurde Streichkultur bekannt. Es gab aber eine klare Trennung zwischen Leuten, die im Wesentlichen Trolle waren und Spaß haben wollten, und denjenigen von uns, die eine ambitioniertere, du weißt schon, eher politische Agenda hatten. Im Jahr 2011 wurde der Name Anonymous zum Synonym für Hacktivismus, radikales Hacking, Hacking und Leaking. Und es wurde wirklich zu dieser globalen Bewegung. In dieser Zeit steht Anonymous WikiLeaks sehr nah, der von Julian Assange gegründeten anonymen Plattform für Whistleblower. In den Jahren 2010 und 2011 hackt Anonymous eine ganze Reihe von Organisationen. WikiLeaks hat gerade streng geheime Dokumente über die Kriege in Afghanistan und im Irak veröffentlicht. Als die Zahlungsplattformen PayPal, Mastercard und VisaCard jegliche Überweisungen an die Whistleblower-Plattform verhindern, kommt Anonymous zu Hilfe, startet die Operation Avenge Assange und legt die Webseiten dieser Organisationen für mehrere Tage lahm. Anonymous greift zudem private Informationsdienste wie Stratfor, aber auch die CIA, das FBI und sogar das US-Justizministerium an. In dieser Zeit wurde Anonymous berühmt und berüchtigt. Viele tausend Menschen schlossen sich zur Zeit der Operation Avenge Assange an. Sie blieben und engagierten sich anschließend in den sozialen Bewegungen, die im arabischen Frühling explodierten. People of Tunisia, we salute your revolution. 2011 startet Anonymous die Operation Tunesien und unterstützt damit den arabischen Frühling. Eine Protestbewegung, die sich von Tunesien aus auf Ägypten, Libyen, Irak und Syrien ausbreitet. In Tunesien und Ägypten legt Anonymous zahlreiche Regierungswebsites lahm und trägt damit zum Sturz der Präsidenten Ben Ali und Hosni Mubarak bei. We will never forget. We will never forgive. We are Anonymous. We are a Legion. Überall tauchen bei den Demonstrationen die Anonymous-Masken auf. Tunesien war wirklich ein neues Kapitel in der Geschichte von Anonymous. Es waren alle beteiligt, von den Tunesiern bis hin zu vielen Leuten aus Europa, die sie unterstützt haben. Und sehr unterschiedliche Typen von Menschen begannen, sich Anonymous anzuschließen. Auch außerhalb von Tunesien taucht die Maske von Anonymous nun auf, weltweit.
2011 wird sie Teil der Occupy Wall Street-Bewegung, die nach der Finanzkrise eine Reform des Bankensystems fordert. Als Occupy sich in den gesamten USA und darüber hinaus verbreitet, verbreitet sich die Maske mit. Es ist ein großartiges Symbol. Ich bin froh, dass es zu diesem Symbol geworden ist. Es geht nicht um Faschismus oder gegen Kommunismus oder gegen Kapitalismus. Es protestiert eigentlich gegen alles, was eine Tyrannei ist oder als Tyrannei wahrgenommen wird. Wenn Menschenmassen in verschiedenen Städten auftauchen und alle dieselbe Maske tragen, hat das natürlich eine Wirkung. Und ja, es trägt zur Legende bei. Es trägt zu der Mystik bei, die Anonymous kultiviert und nutzt. Doch diese Mystik hat einen Makel. Zwar gilt die Anonymous-Maske mittlerweile weltweit als Symbol für Widerstand gegen die Mächtigen, doch ihr Copyright liegt bei niemand Geringerem als dem US-Medienriesen Warner Brothers. Alle Masken trugen ihr Logo innen drin. Wir verletzten also ihr Markenzeichen mit all dem, was wir taten. Aber andererseits verschafften wir ihnen auch eine Menge Umsatz. Also denke ich, es war letztendlich eine Art fairer Deal. Laut New York Times verkauft Warner Brothers damals mehr als 100.000 Masken pro Jahr. Masken, die in Mexiko und China in Massenproduktion für ein paar Cent hergestellt wurden. Wir haben von vielen gehört, dass wir Warner Brothers so viel Geld einbringen. Die verstehen aber alle nicht, wie viel Arbeit es macht, so etwas selbst zu entwickeln. Und dann noch Herstellung, Versand etc. Das ist ja irgendwie auch ein interessanter Ansatz, das System mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Letztendlich wird es dadurch sogar noch effektiver. Es ist die erfolgreichste Zeit von Anonymous. Kurz danach kommt die erste große Krise. Einer der einflussreichsten Hacker von Anonymous, der unter dem Pseudonym Sabu bekannt ist, wird gefasst und verrät daraufhin andere Anführer von Anonymous. Hinter der Maske versteckt sich nun auch das FBI. Schließlich werden rund 40 Annons festgenommen. In den USA, aber auch in England, Irland, den Niederlanden und der Türkei. Unter ihnen ist auch Barrett Brown. Er wird in seinem Haus in Houston von Spezialeinheiten festgenommen, als er gerade mit anderen Anonymous-Mitgliedern live chattet. Wer so erfolgreich gegen mächtige Interessen antritt, muss auch Prügel einstecken. Alle möglichen Geheimdienste und Organisationen waren ganz unterschiedlich hinter uns her, um uns zu zerstören, Informationen zu vertuschen, uns zu diskreditieren und uns schließlich ins Gefängnis zu bringen. Und damit waren sie recht erfolgreich. Barrett Brown wird zu 5 Jahren Haft verurteilt. Andere Anonymous zu 10 Jahren. Die Hochphase von Anonymous ist seit diesem Schlag beendet. Ihre Maske jedoch ist nicht mehr aufzuhalten. Sie taucht im Rhythmus der Proteste rund um die Welt auf. 2018 in Argentinien. 2019 im Sudan. 2020 in Russland. Und so weiter. Wenn man die Maske aufsetzt, löscht man das selbst aus. Die Maske von Guy Fawkes verkörperte die Werte, die Anonymous von Anfang an vertrat und die für das Kollektiv standen. Diese Maske sagt eigentlich das. Es ist nicht wichtig, wer dahinter ist, ob sie mich erwischen. Aber die Ideen, die ich vertrete. Wenn ich sie nicht vertrete, wird es ein anderer tun. Doch nach dem Schock von 2012 ist Anonymous wenig aktiv, auch wenn einzelne Gruppen sporadisch Operationen starten. Es herrschte viel Misstrauen, eine Menge Argwohn. Jeder hatte Angst und es war nicht sicher, ob Anonymous überhaupt überleben würde. Ferenbi ist seit 2015 dabei. Nachdem sie an mehreren Operationen teilgenommen hat, leitet sie seit 2022 die Operation Red Scare gegen Russland. Wir wählen dafür gezielt Leute aus. Wir sind also eine kleinere Gruppe von sehr fähigen Leuten, sodass wir keine 10.000 Leute mehr brauchen, um einen Webserver anzugreifen. Wir operieren im Stillen. Und sie werden unseren Namen nicht in den Schlagzeilen sehen. The notorious hacking group Anonymous has declared war on Russia. Anonymous kommt wieder ins Visier der Medien. Ferenbi und ihr Team distanzieren sich aber diesmal von der legendären Maske.
Innerhalb von 24 Stunden nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte Russland bereits Cybertrolle mit der Guy-Fawkes-Maske aufgestellt. Also haben wir unsere Maske grün gemacht. Es ist eine Anspielung auf das Original der grünen Hentai-Maske. Grün ist also jetzt unsere Farbe. Wie es mit Anonymous in Zukunft weitergeht, ist vollkommen offen. Die Distanzierung vom alten Logo führt in den alten Anonymous-Kreisen zu Debatten. Auch wenn ihre Ursprungsmaske als Symbol nicht mehr wegzudenken ist. Das Symbol steht für Rebellion, aber auch für Anonymität und den Versuch, diese Anonymität in einem Zeitalter starker Überwachung zu bewahren. Wir haben gelernt, dass mehr Menschen handeln würden, wenn sie anonym sein können. Und sie würden mehr und länger dabei bleiben. Unter all den Protestsymbolen, die es da draußen gibt, hatten wir das Gefühl, dass unseres diesen einzigartigen Vorteil mitbrachte. Es machte uns anonym. Ein starkes Symbol mit starker Wirkung. Von ihrer Entstehung im England des 17. Jahrhunderts als Guy Fawkes-Maske, über die Stilisierung im Comic und die Kinoverfilmung bis hin zu ihren politischen Botschaften als Protestmaske. Die Anonymous-Maske ist in die Popkultur eingegangen. Sie ist die Maske von niemandem und gleichzeitig von jedem.